Und da geht es nicht darum, wie toll glückselig du geworden bist. Nein, es geht einfach darum, was hast du in dir erkannt? Denn hey, ihr Lieben. Wir grüßen euch ganz herzlich. Wochenstart, Wochenende und die ganze Sturmwoche geht jetzt zu Ende. Sie war stürmisch und bestimmt hast du es sehr gemerkt. Und nächste Woche gibt es noch eine halbe Sturmwoche. Bis zum 17. ist die Sturmwelle noch am Sausen. Und dann geht es wirklich in ruhigere Gefilde. Dann darfst auch du mal ein bisschen entspannen. Vielleicht hast du ja Lust auf einen kleinen Urlaub oder irgendwas, was dich nährt, was dir Spaß macht, was dir Ruhe gibt. Ja, vielleicht auch ein kleiner Urlaub in dir. Es muss ja kein Urlaub im Außen sein, sondern nachdem sich so viel getan hat, tut auch ein Urlaub in dir ganz gut. Genau. Und das Anerkennen, was und wer du bist und was du alles erkannt hast. Genau. Heute möchten wir nämlich mit dir über Energien sprechen, über Energiewellen im weitesten Sinne, über das kristalline Gitternetz. Ich finde, es ist so wunderschön zu sehen, dass was auch immer du in die Welt bringst, wo auch immer du es in die Welt bringst, es ist in der Welt. Was es bedeutet ist, als Beispiel, du bist irgendwo und hast für dich aufgelöst, ich sag mal, das Thema mit deinen Ahnen, um mal was ganz Gängiges zu nennen. Und in diesem Moment, in dem du es aufgelöst hast, vielleicht bist du der erste Mensch auf dieser Welt, der dieses Thema jemals aufgelöst hat, poppen überall auf der Erde die Impulse auf, dass jetzt Ahnenheilung gemacht werden sollte. Und das ist, ich finde, das ist wunderschön. Das zeigt genau, wie das Universum funktioniert. Wir brauchen keine Handys oder Internet. Wir kommunizieren über Wellen, über die Wellen im kristallinen Gitternetz. Und das ist ganz wunderschön. Wir merken es jetzt ganz extrem und immer mal wieder mit Energiearbeit ist es deutlich spürbar, weil wir viele Dinge ja gar nicht so publizieren und doch gehen sie um die Welt. Es ist so, wie du gerade meintest, die Handys. Auch das ist ja nur für dich. Es ist für uns. Und in dem Sinn auch für dich, weil es für deinen Kopf dann viel leichter ist, den nächsten Schritt zu wagen und zu kommunizieren und zu downloaden und auf Wissen zuzugreifen und auf genau die Sachen, die eben gelöst sind, zuzugreifen, weil du es eh schon die ganze Zeit machst. Ja. Weil bitte erklär mir, dass du in der Gänze Unvollkommenheit verstehst, wie das funktioniert mit dem Internet, den Handys und wie jede 0 und 1 dort das Gesamte ergibt. Wenn du es kannst, dann super, dann bist du im Kopf. Herzlichen Glückwunsch. Und wenn du es nicht kannst, dann bist du genauso wie jeder andere, hätte ich mal gesagt. Und dann kannst du dich auch fallen lassen und dich auf die anderen Arten und Weisen der Kommunikation einlassen. Ja. Und wenn du zum Beispiel zu denen gehörst, die einfach schon viel in sich gelöst haben, erkannt haben, bewusst gemacht haben, dann möchten wir dich heute einladen, dass du dich dafür mal ehrst. Geh durch deine vergangene Woche und schau dir diese Woche an. Was hast du bei dir als Neues erkannt? Wie tief bist du gegangen? Wie bewusst bist du in dieser Woche geworden? Und da geht es nicht darum, wie toll glückselig du geworden bist. Nein, es geht einfach darum, was hast du in dir erkannt,
Denn all das, was du in dir erkannt hast, hast du sozusagen, ist wie Bücher schreiben. Du hast so viel Bücher geschrieben und die sind alle in der universellen Bibliothek und können von jedem, der sie lesen will, gelesen werden. Das bedeutet, deine Lösungen, deine Erkenntnisse, dein Bewusstsein gibt allen die Möglichkeit, dasselbe zu tun und um ein vieles leichter. Und da darfst du durch deine Woche gehen und sagen, wow, das habe ich erkannt. Und dann ehre dich dafür, lächle dich an, segne dich, mach das, was dich nährt. Erst recht auch die Dinge, die sich vielleicht in den Momenten nicht so schön angefühlt haben, sind ja genau die, die du beleuchtet hast. Genau. Und ehre dich dafür, dass du immer klarer siehst und immer klarer wirst. Und das ist auch genau das, dass du genau die Gefühle eben leben darfst. Das ist nämlich ein Unterschied, wenn du die lebst und sie einfach aus dir fließen, oder wenn du dich an der Zerstörung von den, sag ich jetzt mal, Schmerz- und Trauergefühlen oder schlechten Gefühlen nährst, weil du gar nicht weitergehen willst. Genau. Das ist ein Unterschied, wenn du sie einfach durch dich fließen lässt, das beleuchtest und dich wieder ausrichtest und auch währenddessen ausrichtest auf die Liebe, die in dir ist. Genau. Und für die nächste Woche, die kannst du vielleicht mal unter den Filter setzen. Wenn du besonders viel immer an Lösungen in dir, in die Welt gegeben hast oder Bewusstsein geschaffen hast, dann setz doch mal die Brille auf. Ich nehme es mal gelassen. Ich weiß nicht, wie es geht, doch ich will diese Woche mich einfach nur lieben und mich in all dem Gelöstsein und Bewusstsein baden. Und wenn du sagst, naja, ich bin jetzt eher ein bisschen unbewusst und weiß noch gar nicht so genau, wer ich bin, dann setz dir die Brille auf. Wo darf ich hinschauen? Wo darf ich hinschauen? Wo darf mir was in mir bewusst sein? Und dann schau mal, was das für eine geile Woche gibt. Ja, es ist auch, weil ich kann es eigentlich schon was durch die Kamera hören, weil wenn du sagst, bei dir funktioniert es nicht und das ist einfach nicht so, das, was du erlöst, du kannst auch nichts downloaden und du siehst dann nichts. Und wenn du einfach mal den ausschaltest und das nicht irgendwie als Beweis für deine nächste Arbeit haben willst, die du brauchst für deinen Kopf, sondern den ausschaltest und siehst, es ist ein Schutz für dich. Es bringt dir gar nichts, wenn du alles an deiner Größe, Macht und Weisheit sehen würdest, weil da noch so viel Zerstörung wabert, dass das einfach nährender für dich ist, wenn das Schritt für Schritt sich zeigen kann und du Schritt für Schritt in deine Größe gehen kannst. Und wenn du ein bisschen leiden willst, leidest du eben. Alles ist möglich. Wenn du gerne über dich sauer sein willst und im Kopf sein willst, dann sei das. Alles ist okay, weil du okay bist. Und außer dir sagt sowieso keiner, dass es nicht richtig wäre. Also sei im Kopf. Sei so lange im Kopf, bis er dir platzt. Oder bis du davon fliegst. Sei doch einfach im Kopf, wenn es dir so gut gefällt. Genau. Und wenn du ihn ausschalten willst, nächste Woche Montag an Maria Himmelfahrt. Genau. Ist ein Crystal Flow. Ja. Ein ganz besonderer. Es geht um den Himmel und die Erde. Es geht darum, dass du in dir deine Dualität verbindest, sozusagen den Himmel auf die Erde bringst und die Erde in den Himmel, die Pole verschiebst in dir, dass du deine Zellen bereit machst für dieses Ganzsein. Und ja, wenn du den Crystal Flow kennst, weißt du, es sind wieder mal richtige Wunder möglich. Und wenn du ihn nicht kennst, nur dann lern ihn halt einfach kennen und check dich ein. Ja. Und sonst kannst du deine Woche genießen. Genau, genieß dich. Einfach. Genieß dich. Du bist gut und richtig. Ich liebe dich.